Es ist endlich soweit. 3 Jahre bei Albumproduktionsphasen sind ins Land gegangen. Aber jetzt ist mein Album endlich da. Unser Album. Unser Album endlich da. Und wir möchten euch hiermit einladen, bei unserem Unboxing-Video dabei zu sein und uns dabei zuzusehen, wie wir das erste Mal meine neue CD in der Hand halten. Unsere CD. Unsere neue CD in der Hand halten. Sollte eigentlich hier ein... Nee. Siehst du vielleicht? Aber eigentlich ist doch dann da... Also da... Da ist doch so ein Zipfel, ne? Ist da nicht so ein Streifen? So ein... wir haben da so ein... Sag ich mal, ey, da muss da so... Muss doch irgendwann... Da hat das nicht so ein... das hat doch so ein... Mal, normalerweise das kann doch so ein... Hier, probier mal mit der Schere. Nee, das geht nicht, das geht nicht. Hast du was hier? Ein Schraubendreher? Ein Schraubendreher. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das mit so einem roten Dingen da, womit man das dann so auffummeln kann. Mach mal, das geht bestimmt damit. Das ist immer dasselbe. Jedes Mal, wenn irgendwer hier was organisieren soll, geht alles in die Hose. Deswegen, das wollte ich euch sowieso noch sagen. Genau, damit so eine Scheiße nicht ständig passiert. Ja, genau, ja, mach das mal richtig. Hab ich einen Manager engagiert. Ich habe einen Manager kontaktiert, der dafür sorgen wird, dass das hier alles endlich mal in geregelte Bahnen kommt. Da. Guck. Aber Gott. Ja. Da ist er. Ja. Unsere CD. So, sie ist ein bisschen schwer auszupacken, aber hier ist das gute Stück. Wie gesagt, wir haben 3 Jahre dran gearbeitet. Das ist das Bluegasm-Album, eine richtig geile Scheibe. Es hat, wie ihr sehen könnt, ein super geil verarbeitetes Booklet hier. Fotos, Texte, da unsere Gesichter, nochmal eine Nahaufnahme, alles. Hinten steht auch drauf, die ganzen Track-Informationen, was drauf ist. 13 richtig geile Tracks. Das ist unsere CD und die werden wir zum ersten Mal am 30. September einem öffentlichen Publikum präsentieren. Auf unserer Release-Party und wir haben nicht nur eine CD gemacht, sondern auch ein Video und die Premierenfeier ebenfalls am 30. September. Dates gibt es demnächst bei Facebook und dann könnt ihr dieses wunderbare Stück auch erwerben. Ach, der Manager hat übrigens gesagt, wir sollen auf jeden Fall eine Aftershow-Party machen. Was für ein Manager? Der Manager. Habe ich euch doch gerade erzählt. Nein. Was? Ja, boah, Leute, ihr müsst doch mal zuhören. Ich habe einen Manager engagiert. Alter, seit wann triffst du solche Entscheidungen ohne uns? Bist du völlig bescheuert? Junge, ich bin das Gesicht dieser Band. Wir haben eindeutig gesagt, keinen Manager. Und meine Verantwortung ist es, dass hier mal irgendwann was draus wird. Und offensichtlich hat keiner hier einen Plan, wie sowas laufen kann. Deswegen habe ich einen Manager engagiert, der so ein bisschen Ahnung vom Business hat und uns zu internationalem Ruhm verhelfen wird. Mit Hilfe von meinem Gesicht. Und ihr werdet mir alle noch dankbar dafür sein. Ich hab auf die scheiß Ego-Nummern vom Sven keinen Bock mehr. Wo sind jetzt alle hin? Wie geht's dir? Wo ist dein Hemd? Hemd? Wieso Hemd? Ach, was hat's? Ich kaufe mir jetzt eins.